Hallo und herzlich willkommen mit einem neuen Loot-Chest-Unboxing. Es ist die Loot-Chest aus dem April 2018. Es ist eine Abo-Box. Ich habe schon ein paar Unboxings dazu gemacht. Heute, weil das Wetter so schön ist und ich nicht immer in der Dunkelkammer sitzen will, das Ganze draußen auf der Terrasse bei bestem Sonnenwetter. Die Loot-Chest ist eine Subscription-Abo-Box. Man bekommt, kann da verschiedene Abos wählen, bekommt dann einmal im Monat eine Kiste mit lauter Überraschungssachen. Heute, man sieht es tendenziell wieder ein bisschen schwerer mit 1,2 Kilo, ist wahrscheinlich wieder irgendwas Flüssiges drin. Mal schauen, ich habe sie gerade von der Packstation abgeholt, habe mich tierisch gefreut, weil normalerweise wird sie immer erst am 15. verschickt. Heute ist der 14., ist Samstag, also ist sie so verschickt worden, dass sie pünktlich zum Wochenende Auspacken bereit steht und nicht erst am Montag ankommt. Dann, wie immer, ich packe sie falsch rum aus oder ich mache den Deckel zur Gegenseite auf, damit ich selber auch eine kleine Überraschung habe, was drin ist, und zeige euch dann mal, was in der Box ist. Und diesmal liegt das T-Shirt ganz oben. Wizard Wheat Ale. Grey Pilgrim Brewery. Ich denke, auch wenn hier so ein machen wir es mal schnell auf, wenn hier so ein Gandalf drauf ist, wird das wahrscheinlich Wandering Wizard Wheat Ale, genau. Es geht wahrscheinlich in die Richtung Herr der Ringe. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, wenn ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle. Dann schauen wir mal, was als nächstes drin ist. Das ist schwer. Ah, Runtime, Original, Next Level Meat, Ready in 60 Seconds, Total Endurance, Complete Balanced, with Vitamins and Minerals. Das ist eine Fertignahrung. Was auch immer Original heißt. Inhaltsstoffe, Hafermehl, enthält Gluten, blablabla. Jo, das ist für die Leute, die keine Zeit zum Essen haben. 300 ml Wasser, ein Beutel, 150 Gramm. Von Runtime schütteln und rein. Von der Nährstofftabelle schaut es aus, als wäre alles drin. Runtime GG. Naja, lassen wir uns mal überraschen, wie das schmeckt. Schaut auf den ersten Blick aus wie Keksgeschmack. Jetzt kommt der Hubschrauber, der mir die Aufnahme versaut. Muss ich einfach ein bisschen lauter reden. Lufterfrischer. Und man kann auswählen. Die dunkle oder die böse Seite. Andersrum, die böse. Dunkel. Ja, böse ist relativ, ja. Das Imperium oder die Seite der Jedi und der Rebellen. Zwei Lufterfrischer fürs Auto. Im Moment habe ich ja noch den, ich weiß gar nicht mehr, welcher Loot-Chest da drin war, sondern Batman Lufterfrischer am Spiegel hängen. Eigentlich eher wegen der Batman-Figur, aber ich denke, der wird bald ersetzt. Perfekt. Dann schauen wir weiter, was drin ist. Dann kommt wieder was eingeschweißt. Destiny Buttons. Okay. Also ich muss selber sagen, ich habe Destiny nie gespielt. Das liegt aber auch daran, wenn man einen für ein Spiel einen Release erst für die Konsole macht oder nur für die Konsole und dann für den PC. Ich als überwiegender PC-Spieler, ich habe auch ein paar Konsolen, aber als überwiegender PC-Spieler reagiere auf sowas allergisch. Zweitens, wenn ich mich nicht täusche, ist Destiny von Ubisoft. Ubisoft ist neben EA einer der Publisher, der mir unten durch ist, aus Grund von, ja, man kann eigentlich schon sagen, Abzocke, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Boah. EA's 1983er GMC Vandura. Die Leute, die so alt sind wie ich, die werden sich jetzt tierisch freuen. Die etwas jünger sind, kennen es vielleicht noch, aber werden den Zusammenhang nicht verstehen. Das ist der Bus des A-Teams. Ich freue mich.
und es ist Loot-Chest Exclusive. Halte ich zwar für ein Gerücht, dass das exklusiv ist. Wahrscheinlich gibt es das, wenn man es irgendwo bestellt, ganz normal. Aber es ist der Bus vom A-Team. Es ist der Bus vom A-Team. Es ist der Bus vom A-Team. Da ist noch was Flauschiges. Nehmen wir nochmal das erste nicht Flauschige. Ui. Wieder ein Überraschungspaket an Postern. Diesmal zu The Arrow. Naja, DC Comics, ich muss ganz ehrlich gestehen, habe ich noch keine einzige Serie gesehen. Die Filme auch eher weniger. Ich hatte da mal so ein prägendes Erlebnis, dass ich dann einen DC-Comic gelesen habe, der dann irgendwie nicht so toll war. Boah, perfekt für den Strand oder den Weiher oder den See. Jetzt in der Sommerzeit, es ist ein Donkey Kong Badetbuch. 70x140, das ist ideal. Oder vielleicht auch fürs Fitnessstudio, für die Leute, die vielleicht bestimmt ist. Um ein bisschen den Nerd zu markieren, kann man durchaus mal so im Fitnessstudio das Donkey Kong Badetuch rausziehen. Coole Sache. Gefällt mir. Das Heft. Schauen wir mal. Schachtel. Ist leer. Schauen wir mal kurz rein. Es gibt in jeder Loot-Chest immer ein Erklärheftchen für die Leute, die sich nicht auskennen. Oder man kann sich nicht überall auskennen. Ja. Es ist schon ein sehr großer Spektrum. Da steht immer hier ein bisschen bla bla. Dann werden irgendwelche Leute vorgestellt. Irgendwas, was beim letzten Mal drin war. Dann steht hier Special Featured Let's Play Cards Against Humanity. Cards Against Humanity ist ein cooles Kartenspiel. Würde ich aber jetzt online ist ein bisschen langweilig. Dann haben wir hier T-Shirt, ein Loot-Chest Exclusive Badetuch, die Destiny Buttons, das Mini-Poster von Arrow, Lufterfrischer, Runtime Next Level Meal und der Van ist tatsächlich das Plus-Item. Ja, dann kommt noch ein bisschen anderes Blabla, beziehungsweise was ist das? Ivans Weg, Shadowrun. Schaut mir eher aus wie so eine Leseprobe zu irgendwas. Hier ist die Firma Runtime, die dieses Meal gesponsert hat. Anscheinend gibt es da noch andere Sachen. Ich werde es probieren, bin gespannt, wie es schmeckt. Hinten Penta Sports, eine E-Sports Werbung, wobei ich muss ganz sagen muss, da hätte jemand doch mal das Foto in einem besseren Format bringen können, weil der Druck hier, das ist ja echt, das wird pixelig und grauselig. Naja, einmal mit Profis. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich packe mal alles langsam zurück und ich freue mich auf die nächste Loot-Chest. Das ist immer eine Überraschung. Man bekommt Sachen, die man nicht braucht, Sachen, die man braucht, Sachen, die kein anderer hat. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, sagt mir, was ich besser machen kann und dann bis zum nächsten Mal. Servus!